Kürzlich haben wir davon berichtet, dass die vierte sächsische Landesausstellung Boom trotz Corona-Krise stattfinden wird. Viele Besucher werden natürlich auch mit dem Zug nach Zwickau kommen. Das bereitete so manchen Repräsentanten und Zwickauer Stadträten schon ein paar Bauchschmerzen, denn das Areal um den Bahnhofsvorplatz sah bis vor kurzem nicht so einladend aus. Wir haben einmal nachgefragt, wie der aktuelle Stand ist. Wir haben uns sehr gefreut, dass der Stadtrat einstimmig damals Anfang des Jahres dem Antrag der BFZ gefolgt ist und uns für die Umgestaltung oder besser gesagt für die Verschönerung des Bahnhofsvorplatzes 150.000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Wie wurde das Geld in die Hand genommen? Was wurde hier genau getan? Also man kann natürlich mit 150.000 Euro keine Wunder erwarten. Das war aber auch nicht das Ziel. Ziel war es einfach, mit kleineren Maßnahmen den Bahnhofsvorplatz, ich sage mal, ein bisschen aufzuhübschen. Und ich glaube, das ist uns mit den Maßnahmen, die wir hier durchgeführt haben, gelungen. Im Einzelnen waren das, würde ich vielleicht gerne mal hier auf die Skizze zeigen, im Einzelnen waren das die Erneuerung des Asphalts, hier im Bereich direkt vor dem Hauptgebäude des Bahnhofs. Dann haben wir hier die Übergänge zu der Haltestelle der Linie 10. Die haben wir neu gepflastert, das heißt, das alte, holprige Granitpflaster, das war ja gebraucht, wurde hier ausgebaut und wir haben dort ein glattes, gestocktes Granitpflaster eingebaut. Im Bereich der Haltestelllinie 10 haben wir hohe Borde eingebaut, also das sind barrierefreie Borde, dass also der Rollstuhlfahrer oder der Nutzer eines Rollators auch barrierefrei in den Bus einsteigen kann. Dann haben wir, das waren also Maßnahmen, die mit einer Straßenbaufirma aus Reinsdorf erledigt wurden. Und dann haben wir, die eigenen Mitarbeiter vom Bauhof, noch einiges getan. Wir haben hier in dem Bereich der Zufahrt Straßenbaubeton eingebaut. Wir haben die komplette Mittelinsel mit einer Bitumemission beschichtet und abgesplittet. Dann sind hier an den Stellen, in den Zufahrtsstraßen hier, überall Pflasterarbeiten durchgeführt worden. Das war sehr holprig, es standen riesengroße Pfützen. Das ist also behoben worden. Und zu guter Letzt hat das Garten- und Friedhofsamt jetzt noch Plantäne aufgestellt. An verschiedenen Standorten stehen überall diese Pflanzkübel, die aber noch nicht bepflanzt wurden. Das erfolgt erst im Mai. Dort wird eine Sommerbepflanzung eingebracht. Das sieht dann bestimmt sehr hübsch aus. Hier sind überall auf der Mittelinsel und auch hier auf den Bereichen Bänke installiert worden, Abfallbehälter. Und zu guter Letzt kommen dann noch die sogenannten Pflanzpyramiden. Das ist dann sozusagen der I-Punkt. Hier mal ein Beispiel vorm Schloss Osterstein. Die Pflanzpyramiden werden jetzt zurzeit auf dem Lagerplatz des Garten- und Friedhofsamtes vorbereitet. Das heißt, hier ist eine Sommerbegrünung vorgesehen. Und damit es dann auch anschaulich aussieht, pflanzt man das jetzt vor, lässt das anwachsen und dann werden die Ende Mai hier aufgestellt. Wir haben gehört, Comedia Concept stellt hier auch eine LED-Wand zur Verfügung. Ja, Comedia Concept stellt in diesem Bereich dort vorne eine LED-Wand auf. Das Fundament ist bereits fertig. Und voraussichtlich in der 20. Kalenderwoche wird dann die LED-Wand gestellt und wird dann entsprechend beworben. Also wird dieser Bahnhofsplatz, dieses ganze Areal um den Bahnhof für die Zwickauer wieder attraktiv sein? Ich denke schon, es sind ein paar wenige Maßnahmen, aber wie gesagt, der Rahmen 150.000 Euro lässt nicht mehr zu. Aber ich glaube schon, es sieht deutlich besser aus als vornweg. Und man muss jetzt den Betrag auch dahingehend mal bewerten. Wir wollen ja in naher Zukunft den Bahnhofsvorplatz grundlegend umgestalten. Da kann man jetzt keine Millionen Euro investieren für Maßnahmen, wo man sagt, okay, ich sage es nicht genau eine Zahl, aber in absehbarer Zeit wird hier grundlegend alles verändert. Deshalb nur kleinere Maßnahmen. Also auch mal was Positives in Zeiten von Covid-19. Ich denke schon, dass mit diesen kleinen Maßnahmen hier ein gutes Zeichen gesetzt wurde. Dann haben wir uns das Ganze auf einem gemeinsamen Rundgang mit dem Leiter des Tiefbauamtes noch einmal angeschaut. Deutlich sichtbar war dabei natürlich die Markierung des Fußgängerüberweges direkt vor dem Hauptbahnhof. Für eine bessere Ausleuchtung sorgt an dieser Stelle eine neu montierte LED-Straßenleuchte. Geplant sind noch Logos der Landesausstellung auf dem Boden. Diese dienen der besseren Orientierung der Busfahrgäste, die zur Landesausstellung gelangen möchten. Um Flagge zu zeigen, wurden drei Fahnenmasten installiert, welche dann kurz vor der Landesausstellung Boom das Zwickauer Stadtwappen, das des Freistaates Sachsen und das Logo der Landesausstellung zeigen werden. Wenn dann noch die LED-Wand in Betrieb genommen wird und die ersten Blumen in den Pflanzkübeln blühen, dann sieht es hier doch noch ein Stück weit schöner aus.